Weiter geht's. Ah ja, kriegen wir auch ein paar Federn dazu. Die kann ich gerade nicht austauschen. Guten alten Rattenfallen. 131 mal Fleisch, das wird eine lange Crafting-Nacht dann, wenn wir die Aufnahme beenden. Erstmal die ganzen 100 Pelze rein. Ui. 6 Kilo. Das meiste nimmt, glaube ich, das Fleisch ein. Habe ich nicht drauf geachtet, aber ich bin mir ziemlich sicher. 26 Kilo ist nicht unbedingt wenig. Habe ich nicht mehr als das? Ich habe nur 7 Hafer. Ich dachte, ich habe Hafer gekauft. Oh ne, habe mich gehört. Das war Roggen. Hafer habe ich gefunden. Immer noch 25 Kilo. Das hier wird schon noch ein bisschen halten. Ja, alter Quark. Ja, die Sichel brauche ich wahrscheinlich auch. Die Bronzeaxt ist bestimmt besser als die Kupferaxt. Erstmal mit der Quest weiterkommen. Im Frühjahr gehe ich erstmal zu Sambor. Muss ich erstmal schauen, ob meine Sachen auch kaputt gehen. Habe ich nicht darauf geachtet, gehen meine Taschen eigentlich kaputt? Nö. Können die kaputt gehen? Habe ich nicht drei Bäume umgehauen? Na egal. Jagd. Jagdhütte. Hier irgendwo in den Wald. Nehmen wir das hier. Moment. Ich habe gar keinen Bauhammer mehr. Auf die 7. Brauchen wir mehr Stöcke und mehr Stämme und mehr Hölzchen. Ach, ich glaube, der Sturm hat so viel beschädigt. Den habe ich schon wieder ganz vergessen.
auch noch ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es doch nicht mehr. Ich hätte an Stroh denken müssen. Aber diese niederen Gebäude habe ich auch schon lange nicht mehr gebaut. Wird schon reichen. Könnte man das schaffen? Könnte knapp werden, aber könnte man schaffen. Nein, ein frostiger Zweig geht hier rein. Könnte reichen. Ganz knapp. Ne, wird nicht reichen. Es wird an Stöcken mangeln. Aber es wird nicht viel fehlen. Könnte ich doch noch fertig kriegen. Oh, reicht doch. So brauche ich weniger Stöcke. Ach, nee, doch nicht. Mein Fehler. Händler finden ganz. Okay. Weiß ich. Karottensamen, Weizenkorn und Kohlsamen. Habe ich eigentlich alles schon da? Ich muss die Sachen nur haben. Ah, dann komme ich direkt auf 20 Beutelimit. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Ach, seht mal, jetzt habe ich diese ganzen Sachen wieder. Ich sollte vielleicht mein Haus noch mal kurz reparieren nach Möglichkeit. Gute Nacht. Warum kehre ich immer irgendwo hin? Du bist. Gott, gerne, du bist der Handwerker. Aber jetzt mal ganz. Das ist echt blöd. Weiß, wie Steuern funktionieren. Aber das müssen sie wieder verbessern. Dass du halt irgendwo rauskommst. Todesbären. Leckere Todesbären. Mir fällt gerade ein, ich habe noch hunderte von Bären bei mir im Lager, die ich nie gegessen habe. Na egal. Todesbären. Todesbären hüpfen hier und dort und überall. Wer kennt sie nicht? Es gibt auch eine Errungenschaft für 5000 Steuerschulden. Vielleicht muss ich das auch mal irgendwann angehen.
Wenn ich das Geld habe. Und es gibt eine Errungenschaft, wenn du 1 Million Münzen hast. Also die Münzen sind wahrscheinlich schwerer hinzubekommen, als zu sagen, ich möchte 5000 Steuerschulden haben, weil die Steuerschulden vermehren sich exorbitant schnell, wenn du schon viele hast. Und ich glaube, ab 10.000 hast du ja verloren. Aber ich weiß nicht, kann man das überhaupt hinkriegen oder wenn du stirbst. Aber 10.000 Steuerschulden. Selbst wenn du ein gigantisch großes Gebiet hast, das musst du ja, da musst du ja echt misswirtschaften. Das sind die Todesbären. Das sind die Todesbären. Wer kennt's nicht, die Kindersendung? Todesbären töten hier und dort und überall. Ah, hier war ein Fisch. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Todesbären. Lass dich verzaubern von ihrem Geheimnis. Der Saft nimmt dir Kraft, das Abenteuer lacht. Gemeinsam könnt ihr so viel mehr noch erleben. Diesen Trip und noch viel mehr. Todesbären liegen hier und dort und überall. Klingt wie eine Drogenwerbung. Ich bin auch kein Freund von diesen CBD-Ölen. Klar, die sind nicht, das ist definitiv nicht schädlich, aber da ist was Neues, dem wird jetzt Wunderheilung versprochen, da wird jetzt wieder Wunderheilung versprochen. Finde ich persönlich nicht gut. Ja, mach ich gleich. Jetzt hole ich erstmal Kohl, Weizen, Karotten und Dünger. Karotten, Weizen und Kohl. Aha. Was? Nein. Was bauen wir denn jetzt an im Frühjahr? Gehen wir wieder auf Zwiebeln vielleicht? Oder soll ich mal auf Karotten gehen? Ich glaube, so kriege ich fast mit am meisten Jagen-Skills. Moment, der ist noch nicht reif? Ah, das brauche ich zum Sommer, ich verstehe. Der Kohl hat ein bisschen gelitten. Muss ich vielleicht doch noch ein bisschen warten. Soll ich Steuern bezahlen und dann gehen wir weiter. Das Leben ist ein Bauernhof. Dass da rechts nicht zufällig alle Synonyme für Sex haben, oder?
frag nur für einen Freund. Quark hat gelitten. Okay, das ist aber okay. Jetzt soll ich mir ein paar richtige Bären holen. Und die Sichel bleibt jetzt mal hier. Die Steinaxt sollte ich auch mal vertun. Sind noch Bären drin, oder? Ein paar. Nehme ich mal 6 Kilo mit. Erstmal die Steuern zahlen. Reicht für den Anfang und ich darf dann wahrscheinlich noch mehr Tierchen jagen. Ich frage mich nur, ab wann die Räuber starten. Noch mehr Todesbären. Lass mal die Todesbären essen. Der Quark wird mich zwar auch noch ein bisschen auch über Wasser halten, aber... Ah ja, hier habe ich aber Zeug liegen lassen. Und auch auf dem Weg zu Sambo habe ich auch Zeug liegen lassen. Ich nehme alles mit. Wenn die Bronzeaxt hin ist, wisst ihr was? Ich gehe mal wieder auf die Steinaxt. Aber bringen wir nämlich, da mache ich nämlich erstmal die schlechteren Sachen weg. Die wiegt ja, das wiegt ja auch nicht wenig. Da kann ich nämlich die Bronze-Axt noch ein bisschen aufsparen und da habe ich die Kupfer-Axt und auch die Stein-Axt. Sind hier noch mehr... Och ja, hier geht's ja richtig ab mit Quests. How can I help you? Kann ich dir bei etwas helfen? Dies für werte Kämpfer aus. Kannst du dich, das geht's hier. Wo ist nicht das Problem? Nachts können wir ein schreckliches Heulen hören. Ja. Du hast noch eine Quest. Wölfe finde ich wahrscheinlich eh. Kann ich dir etwas helfen? Weiter. Dann kannst du, wenn sie bestimmte Wildtiere, klar. Schwer zu jagen. Hirsch und Kaninchen und Wölfe. Ein paar Wölfe mehr. Steuern zahlen. Ja, bitteschön, das sollte reichen. Wunderbar. Und Alvin hat bestimmt auch noch eine Quest für mich. Ach, da unten ist er ja, genau. Kommst du im Training voran? Ich wette, ich kann dich jetzt schlagen. Oh, wie zuversichtlich. In Ordnung, nehme ich die Wette an. Worum geht's? Es geht um 100 Münzen. Wir haben 3 Schüsse. Derjenige, der mehr Punkte erhält, gewinnt. Nimmst du an? Klar. Ich habe 64 Punkte erhalten. Jetzt bist du dran. Schau zu und lerne. Ah, ja, natürlich.
Das Spiel kenne ich. Sieht nämlich so ein bisschen. Könnte verlieren. Das ist schwerer geworden tatsächlich. Prozent. Wie viel habe ich? Habe ich jetzt gewonnen? Hallo. Jawohl. Wer ist der größte, beste Bogenschütze im ganzen Tal? Bitte. Bild dir nicht so viel darauf ein. Das ist ja auch viel mehr Erfahrung als ich. Sicher. Und jetzt war die Belohnung. Du wirst schon sehen, ich werde noch mehr üben und am Ende werde ich dir das Grinsen im Gesicht wischen. Ist mir recht. Ob dir das wirklich gelingt, das werden wir dann der nächsten Gelegenheit sehen. Oh ja, das war ein guter Schuss. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir das jetzt verkacken. Aber bin ich jetzt nicht traurig drum. Diesmal habe ich ihn gesehen. Trinkt nicht viel, aber wenn du mal wirklich ganz schnell dringend Heilung brauchst und im Inventar bist, dann ist es schon ganz praktisch. Okay, ein bisschen voll bin ich schon, aber das ist noch okay. Wenn ich zu viel Essen verloren habe im Gegensatz zu Wasser, kann ich immer noch sagen, dass ich einfach ein bisschen Quark esse. Die muss ich eh diese Jahreszeit vertun, sonst ist der hinüber. Außer ich packe ihn ins Lebensmittellager, denn dafür hat man das ja. Ich will immer noch wissen, was Botgun jetzt mit dem Ding gemacht hat. Ich bin mir sicher, hat sich's drauf geschmiert. Mal sehen, ob er jetzt sauer ist, weil ich die Dinger zu wenig, zu billig weggegeben habe. Oder aber sagt, ja, super. Das war wahrscheinlich auch eine wichtige Entscheidung. Sollte einiges an Gewicht jetzt gemacht haben. Ein ganzes. Mistvieh. Jetzt bin ich wahrscheinlich überladen. Nö, nee, geht noch. Moment, hier muss noch ein Eisenfall liegen. Hat doch gerade zwei in dir drin stecken gehabt.
Selber schuld, also. Ich wollte euch eigentlich jetzt gerade echt nicht jagen, aber wenn ihr mir. Wenn ihr was des Wortes in meinem Bogen lauft. Ah ja. Sachen, die ich zurückgelassen habe, ich erinnere mich. Sambo! Warum hat das so lange gedauert? Hallo, ich habe gehört, dass du nach mir gesucht hast. Du musst sie töten. Warte, warte langsam, was redest du? Von der verdammten Eule, natürlich. Kannst du nicht hören? Was für eine Eule, ich höre nichts. Sicher das nicht. Ich will die Tiere und lebe so gut wie im Wald. Kann es etwas Neues für dich sein? Halt mich jetzt bloß nicht für einen alten Mann, Junge. Das ist verrückt. Das verdammte Eule macht mich verrückt. Versuch dich zu entspannen, mit mir das Problem zu schildern, wenn du bei dir willst. Kann ich schlafen wegen dieser verfluchten Vogel? Sie macht Schuhu und Schuhu und Schuhu. Ich will sie tot sehen. Warum kümmerst du dich nicht einfach selbst darum? Ich jage nicht mehr. Das ist ein Ernst, du lebst in einer Jagdhütte. Ich habe das hier nicht gebaut. Der Jäger ist vor einer Weile gestorben und ich habe es übernommen. Es gefällt mir. Zumindest hat es das, bevor diese verdammte Eule aufgetaucht ist. Wenn ich dich sonst fragen darf, lass mich nicht fragen. Kaufst du dein Fleisch stattdessen? Ich sehe keine Hühner oder dergleichen. Hör mir jetzt gut zu, du kleiner Hosenscheißer. Ich schulde dir überhaupt keine Erklärung. Jetzt nicht und auch nicht in Zukunft. Wenn du es dafür sorgst, dass du Ruhe gibst. Nein, ich kaufe kein Fleisch in letzter Zeit. Halte ich mich eher mit Gemüse und Getreide. Das ist genau das, was mein Essen ist. Verdammt, du bist so nervtötend. In meinem Leben habe ich einige Dinge getan, die schlimme Dinge. Dinge, die man nicht tun sollte. Ich nicht und niemand sonst. Es hat sich verändert. Als ich deinen Onkel getroffen habe, er hat mir dabei geholfen, ein paar Dinge wieder gut zu machen, zumindest auf eine Weise. Als ich unsere Wege dann trennten, habe ich mir etwas geschworen. Keine Gewalt mehr, kein Blut mehr in meinen Händen. Aber wenn du so weiter auf die Nerven gehst, dann nehme ich diesen Schwur zurück. Willst du das? Du musst mich entschuldigen, ich habe eine Eule zu jagen. Ich habe Fenella getroffen. Hast du das, Und wie ist das wohl ausgegangen? Zunächst einmal, du hattest recht, sie ist das Letzte. Das reine böse Menschenform, erzähl weiter. Zum Glück hat sie das Tal verlassen, das heißt, keiner von uns wird sie jemals wiedersehen müssen. Also sind meine Träume endlich wahr geworden. Das sind großartige Neuigkeiten, Kasimir. Aber was ist mit meinen Figuren? Sie wollte es nicht, oder? Sie hat sie gekauft. Was? Sie hat es getan? Ja, verdammt. Alle. Du bist mein Mann, Kasimir. Ich wusste es. Ich wusste, dass sie gut sind. Wie viel habe ich damit verdient? 20 Münzen. Diese elende Hexe. Tut mir leid, Sambo. Ich hasse sie aus vollstem Herzen. Und du? Was ging dich das überhaupt an? Du hättest diesen Dreck im Dreck liegen lassen sollen. Sag doch sowas nicht, du solltest. Lass mich einfach in Ruhe. Okay, Sambos Geschichte, ja. Okay, die muss irgendwo hier sein. Erstmal die Holzhacke. Was macht mich denn eigentlich so schwer? Vielleicht lasse ich die Baumstämme jetzt einfach nochmal hier liegen. Wo sind sie denn? Na, geht doch. Hauptsache, ich kann wieder laufen. Nur ein Specht. Jetzt habe ich sie gehört. Aha.
sehe, ich arbeite. Und was genau machst du hier? Das geht gar nichts an. Oh, ich denke doch. Du bist die verdammte Eule, nicht wahr? Keine Ahnung, wovon du redest, Kumpel. Aber ich werde abhauen, wenn ich du wäre. Weißt du überhaupt, was du hier gerade anstellst? Ja, die einfach. Das sind Münzen meines Lebens verdient. Der Rest ist mir egal. Oh, wirklich? Ich werde mich geschickt, um diese jämmerliche Eule zu töten. Hast du es etwa mit zu drohen? Überleg gut, was du als nächstes sagst. Nein, kannst du gar nicht. Ich bin es nicht, vor dem du dich fürchten solltest. Du solltest eher vor dem Angst haben, der mich geschickt hat. Ja, und wer soll es sein? Sambo. Gut, ich kenne nämlich keinen Sambo. Hast du Sambo gesagt? Das ist richtig. Zu Mann, ich will keinen Ärger. Mir wurde gesagt, ich soll hin und wieder hierher kommen und so tun, als wäre ich eine Eule. Ich hatte keine Ahnung, dass ich mich mit deinem Boss anlege. Ich verschwinde und komme nie wieder, bitte. Lass mich einfach gehen. Entspann dich, sag mir einfach, wer dich angeheuert hat und du kannst verschwinden. Es war Wohlrat. Er lebt in einer Ortschaft, die Tutki heißt. Das ist alles, was ich weiß, ich schwöre. Ich glaube dir und ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde. Denn falls ich das tun sollte, das wirst du nicht. Es ist die Wahrheit. Und ich komme nie wieder. In Ordnung, du kannst gehen. Oh Gott, wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Ich stehe drauf. Sambo, ich habe mich um die Eule gekümmert. Ist sie tot? Nein, aber er ist fort und wird nicht zurückkommen. Da läuft er! Er? Ich weiß, das klingt verrückt, aber er war eigentlich gar keine Eule. Es war ein Mann, der dafür bezahlt worden ist, eine Eule zu spielen. Was redest du da für einen Unsinn? Glaub mir, ich weiß, wie das klingt, aber angeblich hat ihn ein Mann namens Wohlrat angeheuert. Kennst du ihn? Dieser alte Hundesohn. Er hat mich wirklich dran gekriegt. Also, kennst du... Natürlich kenne ich ihn. Er war einer von uns, die glorreichen Fünf. Weil er das wirklich, die Eule meinte, er lebt in einer Ortschaft, die Tutki heißt. Ja, es ist nicht weit von hier. Er lebt mit seiner Familie und verkauft Esel. Das passt irgendwie. Ein dummer Esel war schon immer. Ich würde ihn zu gern treffen. Das wirst du auch, denn du wirst ihn ein Päckchen von mir bringen. Ich rate mir Ohrfeigen. Nein, diesmal ist ein echtes Geschenk. Was für ein Geschenk soll das sein? Eine besondere Überraschung. Aber du musst später dafür wiederkommen. Ich brauche etwas Zeit, um es vorzubereiten. Weißt du was? Komm morgen wieder. Ich mache es etwas größer. In Ordnung, sehen wir uns morgen. Vielleicht kann ich im Büro wohl noch was machen, aber jetzt gerade bin ich ein bisschen überladen. Was habe ich noch alles? Mit Tieren überfüllt und Alvins Geschichte. Wo? Er hat mich zwar erwischt, aber ich habe ihn besser erwischt. Im Frühjahr ist das Jagen wieder deutlich schwerer. Ob hier richtig? Ja. Wie viel habe ich noch? Oh, ich bin wirklich schon wieder fast voll. Das ist nicht gut. Feld bestellen kann ich auch erst nächstes Jahr. Nächsten Monat. Ich brauche mehr Felder. Oder ich leg gerade eins meiner richtigen Felder an. Das könnte ich auch schon machen. Das könnte ich jetzt drüber nachdenken. Hier bin ich zufällig noch jemand sterben, oder? Nee. Oh ja, der darf nur erst weiterleben. Oder vielleicht auch nicht. Er ist noch ganz knapp schneller als ich. Oh, Hase. Ja, beide hättest du geschafft, den Todesknüppel auszuweichen. Ich kann es nicht schlachten. Na, egal. Ich soll sie ja nur jagen, nicht essen.
Oh, meine Katze liegt auch immer so da. Soll ich die dann auch mal aus mir nehmen? Okay, mal sehen, was ich da für eine Quest habe. Vielleicht auch noch mal was jagen. Die Jagdquest scheint jetzt gerade am häufigsten zu sein, habe ich das Gefühl. Ich freue mich schon drauf, wenn ich richtige Kleidung herstellen kann aus den ganzen Sachen. Nein, jetzt habe ich mich auch noch überladen. Ich Esel. Oh, vielleicht habe ich eine Quest für dich, für die ich direkt was machen kann. Edbert, kann ich mir das helfen? Wozu ich brauche eine Handwerksmaterial, willst du mich befragen? Klar, gib mir eine Liste. Was brauchen wir denn? 8 Steine. Dafür 50 Münzen. Die kannst du nicht selber sammeln. Oh, hab schon alles. Ja, ich habe, was du brauchst. Oh. Upsi, hast doch ins Gesicht geschlagen. Hello there. Was hast denn du so? Goods in the valley. Weißt du was? Ich verkaufe dir einfach diese scheiß Steinaxt. Dann ist nicht mehr ganz so tragisch. Habe ich irgendwas, was ich dir verkaufen könnte? Echt? Ich krieg wirklich nur 10% Merkteil? Das sind doch 20%. Ton ist ja auch nichts wert. Oh, ist hier jemand Schöneres? Sieht absolut identisch aus. Bertha! Mensch! Die sieht sogar noch ein bisschen nach was aus. Hello, Traveler. Romantik. Ich bin verheiratet. Oh, okay, ich bleib bei meinen Alten. Ach so, die steht nur so da. Okay, ich kann die direkt rekrutieren, glaube ich. Das ist eine Verbesserung. Wahrscheinlich brauche ich nur genug Dynastiereputation. Aber die Aufnahme ist eigentlich schon so gut wie rum. Und da werde ich jetzt über Nacht noch mal ein bisschen was craften. Was für Häuser kann ich denn jetzt eigentlich bauen? Einfaches Haus, einfaches kleines Haus. Und da brauche ich noch echt viel für ein Haus. Hier, Level 2, Level 2, Level 2. Hier bin ich Level 7 und hier bin ich Level 5. Das hier läuft schon viel besser. Ich will ja die ganzen letzten Gebäude eigentlich haben. Ich meine, hier kommen wir vorwärts. Oh, jetzt brauche ich aber richtig viel mehr.
Das ist schon happig. Wahrscheinlich werde ich dann von der 1 auf die letzte Stufe springen direkt. Nach Möglichkeit. Aber wenn ich anfange, dann brauche ich viele Leute. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit den Feldern mache, weil die alle so dämlich angelegt werden. So schräg, aber da hinten könnte es nicht so auffallen. Jetzt nehme ich erstmal richtig Zeug mit. Haben wir hier noch Kohle? Nee. Ziemlich voll, aber das ist noch okay. Da machen wir noch ein paar Holzschalen draus und dann wird ja über Nacht wieder richtig gecraftet. Brennholz kann erstmal hier rein. Kann hier rein. Kann hier rein. Habe ich hier nicht noch ein bisschen Holzstamm-Action? Mit dem restlichen Kohl, den wir haben, sollte es auch ordentlich losgehen dann. Vielleicht werde ich am nächsten Tag einfach mal gucken, dass wir noch ein... ihr wisst schon. Noch ein Feld anlegen. Die Tiere jagen sollte jetzt auch nicht so schlimm sein. Fehlt mir ein Stock, oder? Ja. Nicht jetzt vielleicht noch einer? Sieht nicht so aus. Mann, dieser Kacksturm hat echt viel beschädigt. 7 Schälchen. Ich freue mich schon drauf, dann irgendwann wieder Pferde zu haben. Jetzt könnte ich sogar Hühner halten. Aber ich glaube, das ist aktuell noch nicht zielführend. Ganz langsam bewege ich mich. Ich muss jetzt aber doch noch mal kurz den Kohl wegschmeißen. Oder das hier. Hauptsache, ich kann mich bewegen. Klar, ich kann mich immer noch leicht bewegen. Dann würde ich sagen, das war Let's Play mit Evil Dynasty für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und jetzt über Nacht werde ich wieder haufenweise Kohlsuppen herstellen. Und ja, es mangelt an Schalen, sehe ich gerade. 355, ja. Fleisch wird auch so weit weg sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.